Kapitel 38. Den Brandopferaltar fertigte er aus Akazienholz. Er war viereckig, 2,5 Meter lang, ebenso breit und 1,5 Meter hoch. An seinen 4 oberen Ecken ließ er Hörner aufragen, die aus einem Stück mit dem Altar bestanden. Dann beschlug er ihn mit Bronzeblechen. Auch die Töpfe, Schaufeln und Schalen, die Fleischgabeln und Feuerbecken waren aus Bronze. Er fertigte auch ein netzartiges Gitter aus Bronze an, das von unten her in die Einfassung des Altars geführt wurde und bis zu seiner halben Höhe reichte. Dann goss er 4 Ringe und befestigte sie an seinen Ecken. Sie dienten als Ösen für die Tragstangen, die er aus Akazienholz machte und mit Bronze überzog. Die Stangen wurden in die Ringe an den Seiten des Altars gesteckt, damit er so getragen werden konnte. Er war aus Brettern zusammengefügt und innen hohl. Dann stellte er aus den Spiegeln der Frauen, die sich am Eingang vom Zelt der Gottesbegegnung zusammenscharrten, ein Wasserbecken aus Bronze und dazu einen bronzenen Untersatz her. Als Abgrenzung des Vorhofs an der Südseite ließ er auf 50 Metern Länge Planen aus gezwirnter Leinwand aufhängen, die von 20 Säulen gehalten wurden. Die Säulen hatten Sockel aus Bronze, die Haken und Verbindungsstangen waren jedoch aus Silber. Genauso war es bei der 50 Meter langen Nordseite. Auf der Westseite war der Vorhof 25 Meter breit. Seine Planen wurden von 10 Säulen gehalten. Auch sie hatten Sockel aus Bronze und Haken und Verbindungsstangen aus Silber. Auch die dem Sonnenaufgang zugekehrte Ostseite war 25 Meter breit. Links vom Tor waren Planen auf 7,5 Meter Länge an 3 Säulen aufgehängt und ebenso rechts davon. Die Planen waren aus gezwirnter Leinwand gefertigt. Alle Säulen des Vorhofs hatten Verbindungsstangen und Haken aus Silber und Sockel aus Bronze. Ihre Köpfe waren mit Silber überzogen. Das Tor des Vorhofs war eine Plane von 10 Meter Breite und 2,5 Meter Höhe, die aus gezwirntem Leinen bestand, worin blaue, rote und karmesinrote Wollfäden eingewebt waren. Sie war an 4 Säulen aufgehängt, deren Sockel aus Bronze bestanden. Die Köpfe und Verbindungsstangen waren jedoch mit Silber überzogen und die Haken bestanden aus Silber. Alle Zeltpflöcke für die Wohnung und den Vorhof waren aus Bronze. Es folgt eine Liste des Materials, das für die Wohnung des Bundesbuches verwendet wurde. Man hatte sie auf Anweisung Moses unter der Leitung von Itamar, dem Sohn des Priesters Aaron, aufgestellt. Bezalel ben Uri, der Enkel von Hur aus dem Stamm Juda, hatte alle Arbeiten ausgeführt, die Jahwe Mose befohlen hatte. Unterstützt wurde er von Oholiab ben Ahisamach aus dem Stamm Dan, einem Kunsthandwerker, der sich besonders auf das kunstfertige Weben und Sticken mit blauer, roter und karmesinroter Wolle und gezwirntem Leinen verstand. Die Goldmenge, die zum Bau des Heiligtums gespendet und verarbeitet worden war, betrug nach dem Gewicht des Heiligtums 1009 Kilogramm. Das Silber von den Männern, die gemustert worden waren, wog insgesamt 34.514 Kilogramm. Es war das halbe Silberstück für die 603.550 Männer der Gemeinschaft, die 20 Jahre und älter waren. 34.500 Kilogramm waren zum Gießen der 100 silbernen Bodenplatten verwendet worden, die die Wände des Heiligtums und die Säulen für die Vorhänge trugen. Aus den übrig gebliebenen 14 Kilogramm wurden die Haken für die Säulen hergestellt
und außerdem die Köpfe der Säulen und die Tragstangen versilbert. Die gespendete Kupfermenge hatte ein Gewicht von 2443 Kilogramm. Daraus wurden die Sockel für den Eingang vom Zelt der Gottesbegegnung gemacht, der Metallüberzug für den Altar, sein Bronzegitter und alle seine Geräte, die Sockel für die Säulen rund um den Vorhof und für seinen Eingang sowie die Pflöcke für das Zelt und die Abgrenzung des Vorhofs